Sorry, da war die Krabbe drunter. Direkt an die Wand gesprüht. Oh nee. Versteckten Schatz finden. Hi Leute, herzlich willkommen bei der Campingbilder-Demo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben. Wir werden heute mal in das Spiel reinschauen und werden uns mal diesen kleinen Prolog, diese kleine Demo einfach mal geben und werden mal schauen, was wir hier Schönes machen können und wie das Spiel denn so ist. Ich habe es ja gar nicht gespielt. Ich werde mich einfach mal hier überraschen lassen und bin auch sehr gespannt. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Intro hier an und dann gucken wir mal, was wir Schönes machen sollen in dem wunderschönen Spiel. My name is Kailani. Kailani? In your language, it means sea and sky. Ah, heißt See und Wasser und Luft hier. Himmel, Sky, Himmel hier. Luft oben, Himmel. A lot of work awaits you here, my friend. Hello, Kailani. Warum übernehmen wir immer den Dreck von den anderen? Ganz ehrlich. Ja. Ich habe mich bereits an meine Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, gerade rechtzeitig. Oh. Wie du siehst, Kevin wird total verwüstet. Früher Besitzer war ein gierig, rücksichtsloser Mann. Kick's wieder nur um die Kohle, ey, ganz ehrlich. Ausgebeutet, letzten Dollar rausgezogen und dann verpisst, ey. Und auf die Natur gekeckert. Das kann ich leiden. Könntest du direkt sauer werden. Na Gott sei Dank sind wir hier zum Aufräumen. Und wieder aufbauen. Genau, für die Harmonie. So, warte mal, was muss ich denn jetzt hier? Ach, hier. Ach, guck mal hier. Unsere Mülllanze. Unser. Alter, es geht hier vom Wind. Ja, pass mal auf, ich werde nichts sagen, ne? Oh, hier. Oh, was die Schildkröte aufgespießt. Was? Ja, ich mach das schon. Jetzt beruhig dich doch. Was ist denn das eigentlich immer mal? Eine Muschel oder was? 5 Muscheln, sehr gut. Ich habe bestimmt bereits erwähnt, dass es keine gewöhnlichen Muscheln sind. Da halte weiterhin Augen danach offen. Och, okay. Keep searching. Nach den Seashells. Das mache ich doch. Ist ja kein Problem. So, warte mal. Jetzt den Müll auflesen. 2 Beutelchen und dann da oben. Da oben hinbringen. 5 Muscheln haben wir schon. Und schon ein bisschen Müll weggebracht. Alter, was pfeift denn hier für ein Orkan? Stell dich mal, sag mal, landen hier Flugzeuge irgendwo nebenan? So, Müll loswerden. Übrigens das, was meine Kamera wieder so glorreich verdeckt, da steht Müll loswerden 63% von 100%. Ja, wollte ich nur mal kurz erwähnen an der Stelle. Und meine Lieben, ihr könnt natürlich gerne ein Däumchen da lassen, wenn euch das Spiel gefallen sollte. Du hast ein Talent im Weg rumzustehen, meine Gute. Ja, das wollte ich dir nur mal sagen. Ich meine, klar, du wirst Auge machen, ob das jetzt alles richtig abläuft hier, aber du... Also ich will nichts sagen, ne? Aber so, guck mal, Müll loswerden. Holz neben den Lagerfeuer aufbewahren. Okay. Sieh wie Malen und so. Okay, was soll ich machen? Holz neben den 0 von 10 Holz neben den Lagerfeuer, okay? Machen wir das doch. Haben wir schon? So. Bitte? Haben wir wieder ein bisschen Holz fürs Lagerfeuer. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch Müll loswerden. Die 2 Sachen vielleicht noch hochschaffen hier. So. Perfekt. Oho, Kampfjet wieder im Landeanflug. Oh. Perfekto. Diese Bungalows sind nicht mehr zu retten, aber das Holz könnte gutes Baumaterial ergeben. Zerstöre Bungalows. Okidoki. Freischaltbare Extras. Was ist das denn? Oh, eine Petroleumfackel. Na, das habe ich mir schon immer gewünscht auf meinem Campingplatz, auf meinem eigenen. So. Wow. Lad mal richtig auf die Axt hier. Und ins Leere gehauen. Oh, nee, Digga. Wieder komplett. Fail. So. Bazio. Ui. So, 2 Bungalows gebaut. Okay, neue Bungalows bauen. 0 von 2. Baumfällen und... Junge. Baumfällen, um mehr Holz zu erhalten. Optional. Bäume pflanzen. Optional. Okay. You can build as many bungalows as you want with the wood
Ja, ist auch zu Hause. Du kannst offiziell Gäste empfangen. Mit Holz des Waldes kannst du viele Bungalows bauen, wie du möchtest. Aha. Ui, guck mal hier. Gebäude. Ach nee. Ja, na super. Wie kann ich die drehen? Ja. Warte mal, da können wir doch jetzt hier mal einen Bungalow hinbauen, oder? Warte mal, kann nicht platziert werden. Da hauen wir mal hier fix den Baum weg. Boom, Junge. Ein Schlag umgefallen, der Kollege. Muss ich das noch kleiner machen? Ach, guck mal, da werden das direkt Bretter. Ja, das nenne ich doch mal klasse verarbeitet. So, sehr gut. Okay, pass auf. Dann muss ich mal hier vielleicht noch was einsammeln. Komm, wir schaffen das mal noch weg hier, den Müll. Oh, da rein. Okay. Jetzt räumen wir mal das ganze Holz hier weg. Und dann versuchen wir mal hier einen Bungalow hinzusetzen. Da bin ich mal gespannt. Warte mal, hier so, genau. Bam! Perfekt. So, Holz. Das alles aufnehmen hier. Och ja. Gehen wir einfach mal hier lang. Das war jetzt zu viel. Dann gehen wir einfach mal hier lang und hauen hier so ein Brett hin und dann steht das, dann passt das. Wie einfallsreich. Super, klasse, finde ich toll. Ach, guck mal. Ja, ne? Super. Klasse. Warte mal, das Ding hier weg. Ja, und jetzt? Wie geht's weiter? Ach, da vorne. Die Treppe. Aha. Und jetzt? Ach, guck mal, jetzt können wir hier das Gerüst bauen. Na, guck an. Moment, wir brauchen schon wieder mehr Holz. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also, wenn wir was haben, dann ist es Holz vor der Hütte. So, habe ich auch wieder eins daneben geschmissen. So. 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 Oh, schon fertig. Ja, super. Ach ja, guck hier, der Anbau. Ja, Bungalow bauen kann so einfach sein. Also ganz ehrlich. Och. Hier, guck aus. Holzplanken. Ein schönes Strohdach. Was? Ach ja, hier. Bye, have a great day. Natürlich ein Geländer noch. Ich hab das Holz hier wieder weggeschmissen. So, ist der jetzt fertig? Der ist noch nicht fertig. Eine Tür. Und ein Fenster. Guck mal. Ach ja, hier. Der ist schon fertig eingerichtet. Mit allem drum und dran. Ja, ist das nicht schön? Ach ja. Idyllisch. Ja, guck mal, da stehen auch nochmal Container. Dann bauen wir doch mal hier daneben gleich den nächsten Bungalow. Vielleicht hier so ein bisschen weiter hinten reingesetzt oder so. So. Muss ja nicht einer wie der andere aussehen. So. Perfekt. Dann bauen wir den Knet hier auch noch auf. Also es geht ja einfacher wie gedacht. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Bungalow-Teile an... Alter, Vater, gib den Bungalows einen hübschen Anstrich. Oha. I can hear the ocean telling me that they are almost here. Oha. Der Ozean hat er erzählt, was? Der Ozean verrät mir, dass sie bald kommen. So. Okay. Komm hier, den euren Stuhl, euren Blastestuhl und das... Oh, da war die Krabbe drunter. So, das räumen wir auch mal noch weg. Komm schon. Also, ganz ehrlich, wenn jetzt hier die Gäste ankommen, dann muss der Strand muss schon ein bisschen ordentlich sein. Also, so geht's nun nicht. So, was soll ich jetzt machen? Anstreichen. Oh, hier. Gemälde. Komm, lass hier mal Ozean machen hier. Ach du Scheiße. Wieso macht ihr so eine Scheiße mit mir? Wie soll ich das denn alles ansprühen hier? Ich habe doch das Geländer jetzt schon fertig gemacht. Ich habe natürlich auch mit dem Geländer gleich wieder das Beschissenste rausgesucht, was man überhaupt machen kann. Oh! Direkt an die Wand gesprüht. Oh, nee. Oh, nee. Manus. Manus mit Lackierpistole außer Kontrolle. Hör da auf. Wer soll denn das lackieren? Das ist da ein Witz. Warte mal. Mach mal die Treppe hier.
Wir mal die Treppe lackieren. Mal gucken, ob das was wird. Ja? So. Ich habe immer noch 0 von 5 Teilen. Jetzt habe ich 1 von 5. Komm, ich mache das jetzt erstmal alle so. Und 2 von 5 Teilen. Ah! Jetzt wird ein Schuh draus. Die Tür, komm. Schöne blaue Tür. Jawohl. Eine schöne blaue Tür. Eigentlich wollte ich keine blaue Tür. 3 von 5. Schön. Warte mal, das Fenster können wir auch noch blau machen. Brauchen wir nicht abkleben. Das treffen wir mit unserer Sprühpistole so. 4 von 5. Ja, super. Ich weiß nicht, warum das Geländer hier nicht zählt. Es ist nicht gut. Your bungalows are ready. Now you can welcome okay. Your new guests, my friend. Da kann ich hier gleich mal fragen, wie die so meine Lackierung finden. Ob die denen gefällt. Den Bungalowgästen. Bungalowmieten. Bungalowmieten? An der Bungalowtür kannst du ein Angebot machen. Ah! Bungalowmieten. Yes! Alter, wieder ein kleines Stürmchen. Malu and I are pleased with your work. Beleuchtung aufhängen. So was möge das Licht den Gebäude erwärmen. Nun ist es perfekt zum Geschenke der Insel und des Ozeans zu nutzen. Lichterkette. Dahin. Ah. Once again, you proved that you could take good care of the island. We thank you. Join us for a celebration. Och ja. Sieht aus wie ein Puff. Na gut. Versteckten Schatz finden. Gut. Freut mich. Ein ganz großes Kino auf jeden Fall. Warte mal, ich will das mal noch verdingsen hier. Bungalow mieten. Ja. So, was soll ich jetzt machen? Versteckten Schatz finden. Bruder, wo soll ich denn jetzt versteckten Schatz hier finden? Es wäre halt schön. Warte mal. Druckreiniger. Schößlinge. Ach, guck mal, hier kannst du kleine Bäumchen noch pflanzen. Das wollte ich eigentlich auch noch machen. Gott. Nasenbären, alles ist hier unterwegs. Ey. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Was ist das denn? Oh, guck mal, ein altes Schwimmbad. Das kann doch nur irgendwo hier hinten sein. Oh, hier, guck mal. Es könnte mal wieder Tag werden. Dann würde ich vielleicht was sehen. Oh. Da, guck mal. Boah, 200.000, da weißt du Bescheid. Ganz entspannte Nummer ist das hier. Erstmal gegönnt vom Allerfeinsten. So, versteckten Schatz haben wir auch gefunden. Easy. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt hau ich mir noch zwei so eine Bäume da in Sand, dass ich das wenigstens auch noch gemacht habe. Druckreiniger. Baumpflanzen. So, ich würde mal hier vielleicht noch so ein Bäumchen dazwischen machen. So. Oben vielleicht noch eins hin. Hier vielleicht eins hin. Da noch eins hin. So. Hier so für die Terrasse. Das sieht immer schön aus. Sehr gut. Gut, ich glaube tatsächlich, das war es erstmal im Großen und Ganzen gewesen. Gebäude. Freischaltbares. Ach, guck mal, eine Hängematte. Ein Totem. Guck mal, hier können wir auch so eine Fackel bauen. Guck, da kann man das noch ein bisschen schick machen hier. Ja, sieht ja super aus. Was können wir noch bauen? Warte mal. Ein Tisch. Oh. Oh. Na, wenn das nichts ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Hochdruckreiniger, was können wir damit machen? Warte mal, das will ich auch mal schnell testen. Ah, guck mal, der kriegt die Flecken wieder weg. Da kann ich, ah, perfekto. Da geht die alte Farbe wieder runter. So, sehr schön. Ansonsten würde ich meinen, haben wir wohl alles erfüllt. 400 am Tag würden wir jetzt machen mit der... Wow, sind die Palmen jetzt gewachsen? Alter, was? Ich dachte, das sind Palmen. Das sind ja Oh mein Gott.
Aber geil sieht's aus, ne? Das sieht natürlich echt cool aus. Ja, wenn die Platz haben, dann wachsen die. Heftig. Gut, in diesem Sinne bin ich aber auch erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und hören uns noch eine kleine Okulele zum Schluss an. Alles sind wieder glücklich auf der Insel. Na gut, man hätte mal den Bungalow noch ein bisschen schöner anmalen können vielleicht. Aber im Großen und Ganzen ein gelungenes Ding. Ganz gelungen, würde ich meinen. Gut. Vom Spiel her ist jetzt die Frage, ob man das jetzt in die Kategorie gelungen einstuft. Bin ich mir noch etwas unsicher. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was raus wird. Ich meine, es war eine Demo, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Schreibt gerne, ob ihr, wenn das Spiel rauskommt, mehr sehen wollt. Man kann ja mal wieder reingucken. Mal gucken, was noch alles so Schönes auf uns wartet und dazukommt. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, tschüss und ciao. Euer Manus.